сидели там. За, это... Зажал эти там сколько, 100 ну, евро? Вот, да. Herzlich willkommen zur Folge 176 schon, krass. Ich möchte mich mal wieder bei meinen Kanalmitgliedern bedanken, ohne euch wäre das nicht möglich und bevor wir jetzt richtig durchstarten, lassen wir nochmal kurz die Fußgänger durch. Lücke sehen, Lücke nutzen. Affe! Geisterfahrer! Ach, ich kann das nicht so gut wie das Original. Sag ich dem Typen, der das Auto halt in die Werkstatt fährt, yo, du musst Tür zu haben, angeschnallt sein, dann auf die Bremse. Na, wer hat schon erkannt, mit wem Käffchen da telefoniert? Also, ist halt schon gestartet, aber, er ist halt ein Körper, so ich so, brauchst du nicht, ist schon an das Auto. Und dann sagt, ja, hier so und so. Nee, war gar kein Anruf, war im Discord, aber wenn ihr da auch mitreden wollt, dann schaut mal in die Beschreibung, da ist der Link dazu. Eigentlich geht's um den hinter uns, der uns da gerade fast überholt hat, der hinter uns hält schon keinen Sicherheitsabstand und dann zieht er da noch mit rein und der VW gibt so recht Lichthupe. Aber das mit dem Sicherheitsabstand ist auf der Autobahn so eine Sache, das macht irgendwie keiner und ich verstehe es nicht, ich hasse es. Bitte haltet Sicherheitsabstand, es ist die einfachste und beste Methode, um sich vor Unfällen zu schützen. Ja, aber das ist doch auch Bullshit. Auf dem E-Scooter wäre es eher wichtig, nicht verrückt zu fahren. Zum Beispiel nicht so. Das war eng. Ja, damit zeigt sich, man braucht gar kein Fahrrad, um an der Todeskreuzung nicht gesehen zu werden. Aber auch mit dem Fahrrad kann man ganz einfach nicht gesehen werden. Der VW hat gerade eben den Radfahrer überholt und hat's wieder vergessen. Vielleicht einsetzende Demenz? Vielleicht kein Auto mehr fahren? Genau, was ein Hu. Stoppschilder, es sind die einzigen Schilder, auf denen draufsteht, was man machen muss und es kriegen trotzdem so viele nicht hin. Zu Stoppschildern kommt demnächst noch was Interessantes, dazu in den nächsten Wochen mehr. Da drüben hat sich schon eine kleine Schlange gebildet und was passiert bei Schlangen? Genau, es gibt Leute, die sich nicht dran halten wollen. Nicht sehen, auch überholen. Ey, du machst das falsch, du musst nach der Kurve überholen, nicht davor. Und hier auch wieder das Gleiche, es ist vor Kurven überholt, aber immerhin hat er versucht Abstand zu halten, kann man nicht von jedem behaupten. Oh, guck mal, Sprit ist ganz schön teuer. Zack, wenn wir jetzt kurz abgelenkt gewesen wären wegen den Spritpreisen, das hätte nicht so gut geendet. Hatten wir die Kreuzung hier diese Folge schon? Nein, also dann haben wir die jetzt auch. Da darf man nicht abbiegen. Ist scheiße. Abgehakt. Ein Radfahrer, der es halbwegs richtig macht und der Rest, ich weiß nicht, was die da vorhaben. Also ja, es ist nett gedacht, aber... Man sieht es vielleicht wegen der Pixelung nicht so gut, aber die Fahrschule ist dauerhaft mit linker rechts unterwegs. Den darf man nicht vertrauen. Böse Engen! Два раза в месяц можно было.
Aber auch die vorausschauendsten Fahrweise kann nicht mit solchen Deppen hier rechnen. Und mit sowas kann es auch nicht rechnen. Auch deswegen ist Sicherheitsabstand wichtig. Ach du Scheiße. Was? Ich habe gerade mein Ding verloren. Was? Das, was abging. Der hintere. Hä? Mein hinteres Ding ist gerade abgeflogen. Ja, dein was? Mein, Tja, da ist sein jetzt wohl weg. Was machen die auf dem Rad- und Fußweg? Parkberechtigungsleuchten. Man sieht auch die Parkberechtigungsleuchten nicht. Ja, meine Parkberechtigungsleuchten. Aber man sieht die nicht. Die stehen vor der Einfahrt. Schön die Einfahrt zugeparkt, Hauptsache der Radweg ist weg, ne? Bin mir gar nicht sicher, ob das ein Radweg ist. Bin jetzt aber auch zu faul zum Nachschauen. Findet selbst raus. Den weißen Toyota, das waren unsere Was für ein Spaten war das denn? Der kann doch nicht einfach da mit seinem LKW durchziehen. Er hat das Hindernis auf seiner Seite. Der hat. Siehst doch, dass er es kann. Alter! Rechts vor links, sagt ihr was, oder? Ja, habe ich schon mal gehört, das ist doch in der Politik. Nein, ein ganz böses Thema. Nein, aus. Böse. Und hier steht mal wieder einer über den Regeln und deswegen müssen wir jetzt unnötig warten. Die durchgezogenen Linien haben meistens irgendeinen Grund. Vielleicht erkennt man ihn von außen nicht, aber einen Grund gibt's meistens. Das ist doch nur ein bisschen durchgezogene Linie hier. Hier ist jetzt keine durchgezogene Linie, aber wir beobachten mal die Spurwechsel hier. Eins. Zwei. 3, 4, 5, 6 und wir sind wieder neben ihm. Die Spurwechsel sind eins der gefährlichsten Manöver, die man so machen kann im Straßenverkehr, deswegen sollte man die möglichst vermeiden. Was ihr aber auf keinen Fall vermeiden solltet, ist den Kanal zu abonnieren, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Vielleicht denkt ihr, ihr seid abonniert, aber ihr seid's gar nicht. Schaut auf jeden Fall nach, wenn ihr ein Abo da lasst, das würde mich riesig freuen, es hilft auch dem Kanal immens. Vielen Dank im Voraus und auch natürlich vielen Dank an alle Einsender. Vielen Dank an Käffchen, an den anonymen Einsender, an Andy, GG, an Joe, an Kadett, an Toron, an Jura, an Dome und natürlich auch an Cologne Dashcam. Wir hören uns nächste Woche wieder oder gleich im Discord. Bis dahin, ciao.